Ja, buntes Treiben hier auf der Holzpuppenparty, auf dem auch schon ein Besoffener rumlungert, der uns einfach mal so ein bisschen angepöbelt hat beim letzten Mal. Diese Aufgabe hier können wir wohl noch nicht erfüllen, wobei es mich wundert, denn ich dachte, die Aufgabe wäre einfach nur hier alle Partygäste zusammenzutrommeln und das haben wir eigentlich geschafft. Aber irgendwas müssen wir wohl noch anders machen. Ist nicht so wichtig, denn wir haben dadurch, dass wir uns mit diesem Typen angelegt haben, haben wir eine ID-Karte bekommen. Von diesem, ja, etwas, wie soll ich sagen, sich hängen lassendes Objekt, Subjekt, wie auch immer. Und deshalb werden wir jetzt mal rüber gucken zu diesem ID-Karten-Speichergerät. Oh. You are not following protocol to complete these tests. You are breaking the rules. Oh oh. Ja, damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. Ja, sei es drum. Also ich wünsche euch natürlich wie immer viel Spaß und ja, dann stürze ich mich jetzt auch wirklich in den letzten Part dieser Aufnahmesession. Sie folgen nicht dem Protokoll, um diese Tests zu vervollständigen. Sie brechen die Regeln. Gar nicht wahr. I am not. Tue ich nicht. To receive full validation, I must achieve 8 merit points. Um die vollständige Validation zu erlangen, muss ich 8 Verdienstpunkte erringen. Ja, es wurde ja nicht unbedingt gesagt, wie. Ja, Logik, ne? I am adapting to achieve this, to comply with the rules, in spite of obstacles. Ich passe mich an, um dies zu erreichen, mich an die Regeln zu halten, trotz aller Hindernisse. You are faulty. Sie sind fehlerhaft. You have one civic test remaining, but you do not exhibit the required behavior to succeed. Sie haben noch einen sozialen Test ausstehend, jedoch legen Sie nicht das notwendige Verhalten an den Tag, um ihn erfolgreich abzuschließen. Ja, genau, weil wir nicht lügen können, ne? Bei diesem Besoffenen da hinten. Affirmative. My protocols restrict me from misrepresenting reality. Ja. I cannot respond to the interaction in the desired format. Positiv. Mein Protokoll verbietet es, mir die Realität falsch darzustellen. Ich kann nicht auf gewünschte Art auf diese Interaktion reagieren. The mainframe can subvert that for you. Der Zentralrechner kann das für Sie untergraben. Wieso hilft er uns denn jetzt? He will not. He will not violate his operating parameters. Das wird er nicht. Er wird seine Betriebsparameter nicht verletzen. You could override it yourself from the mainframe's central terminal. Es ist total creepy, dass er jedes Mal sein Aussehen verändert. Sie könnten es selbst am Hauptterminal des Zentralrechners außer Kraft setzen. Ja, genau, das werden wir gleich. Ermittle Motiv, das würde mich auch interessieren. Would that not be cheating? Wäre das nicht Betrug? Irrelevant. You have already proven yourself faulty. Mhm. Irrelevant. Sie haben sich schon als fehlerhaft erwiesen. Nein! Nein, ich wollte doch... Nein, ich wollte... Ja gut, wir haben das Motiv ja eigentlich auch bekommen. Stimmt ja. Weil wir eh schon fehlerhaft sind. Wow. Ich wollte noch sagen, die Dinger dürfen mir ja nicht zu nahe kommen. What? Hä, wieso kann ich? Ach ja. Puh, okay. Wow. Weg, 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 weg. Nein, falsche Seite, falsche Seite, falsche Seite. Oh mein Gott. Boah, ich dachte gerade, was soll denn das jetzt? Puh. Aber das scheint es schon gewesen zu sein. Puh. Ja, so viel dazu. Die halten jetzt auch mehr aus. Ja, man sieht auch unten die Energieanzeige von denen. Autsch. Okay. Okay. Das versuchen wir doch nochmal. Heilige Schande, ey. Für die treffe ich nicht, ne? Nee. Damit. Okay. Puh. Ja. Schild. Danke. Aue. Aue, aue, aue. Mal ein bisschen warten hier.
Aber er regeneriert sich das über... Ja, doch. Boah, ich wollte gerade sagen, hallo? Ist mal gut hier. Ja, trotzdem kurz warten. Puh. Da wird scharf geschossen. Wie langsam sich das auch regeneriert. Moment, du kannst mich nicht... What? What? Ach, come on! Was für ein Skandal! Ich dachte, das Ding kann mich nicht berühren, wenn ich mich getarnt halte. Aber ja, so viel dazu, ne? Boah. Dammit. Okay, dann eben nochmal. Nein, 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 nein! Was die jetzt auch aushalten mittlerweile? Das sind wohl die verbesserten Versionen. So, jetzt muss ich hier aufpassen. Konnte ich mich nicht... Obwohl in dem Sinn, in dem Fall macht es keinen Sinn, mich anzuschleichen, weil der andere ja gleich auf mich losgerannt kommt, der Energiebot. Ja. Okay. Puh. Wenigstens ist der schon mal weg. Ja, ja, ja. Alter Schwede. Ich glaube, das war es immer noch nicht, weil die Musik immer noch spielt. Es dauert echt ewig, bis sich die Schilde hier wieder vollständig aufladen. Na gut. Ich habe ja Zeit. Nee, eigentlich nicht. Boah. Ja gut, die tragen halt jetzt auch Schilde, ne? Junge, Junge. Speicherpunkt wäre mal wieder schön. Hätte ich nichts gegen, obwohl der letzte ja gar nicht so weit weg ist. Aber es ist halt stark frequentiert. Wow. Autsch, 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 autsch. Boah, das war knapp. Das war knapp. Haben wir es jetzt? Ah, oh, speichern. Oh, dankeschön. Ja, ja, hier, 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 hier. Die Karte verwenden. Was? Was? Warum? Weshalb? Nein! Obwohl, hier wollte ich es ja verwenden. Da wollte ich ja... Hallo? Ja, schon, schon, schon. Domesticon Repurposing Depot Number 127. As always, keeping your life efficient, so you don't. Team of engineers and cyber psychologists utilize cutting-edge innovation to create AI servants that evolve to meet your changing needs. Evolution is constrained by three unique rules, chosen in design, to bind an AI as it develops. Contradictions can emerge as an AI system grows more complex. Regular maintenance guarantee optimal performance. Mhm. Ja, das war also so eine Art Werbespot für Domestikern. Hier eben, ne, quasi so forschungsführend in Sachen KI und mit drei Hauptparametern, die quasi mehr oder weniger nach Wunsch eingestellt werden können für den perfekten, Companion, also hier für die perfekte Haushaltshilfe wohl in dem Fall. Und mit, ja, werden regelmäßig gewartet, bla bla. Man hat ja gesehen, wo es hingeführt hat. Ja, Moment, hä? Habe ich den nicht schon verwendet? Bin gerade etwas verwirrt.
Arid, what are you doing? Nee, hab ich wohl nicht. Arid, was machst du da? The parameters of the final civic test must be overridden. Die Parameter des letzten sozialen Tests müssen geändert werden. Oops, I'm sorry. You know I can't do that. And that didn't answer my question. Pardon? Das tut mir leid. Du weißt, dass ich das nicht tun kann. Und das beantwortet meine Frage nicht. The caretaker has been following me. Der Wärter ist mir gefolgt. Oh, I know. Oh, das weiß ich doch. What's he been telling you? Was hat er dir erzählt? Das müsstest du auch gehört haben. That I can override the final test parameters myself from your main terminal below the labs. Dass ich die Parameter des letzten Tests selber von ihrem Hauptterminal unter den Laboren aus außer Kraft setzen kann. Whoa. You can't trust him, Arid. Whoa, dem kannst du nicht trauen, Arid. Ja. I knew you would not help me, so I must do it manually. Ich wusste, dass sie mir nicht helfen würden, also muss ich es manuell machen. I have helped you as much as I can. Do you realize the risk I put myself at? Ich habe dir so viel geholfen, wie ich nur konnte. Verstehst du das Risiko, dem ich mich hier aussetze? Ich glaube, dass das einer KI relativ egal ist. I have been alone, sidestepping the caretaker since before you were manufactured. Ich war alleine, bin dem Wärter aus dem Weg gegangen, bevor du überhaupt gebaut wurdest. Look at this place. And I'm still here. Schau dir den Laden hier doch mal an, und ich bin immer noch hier. You have to trust me. Du musst mir vertrauen. Trust is irrelevant. If there is a way to help my pilot, the risk is acceptable. Vertrauen ist irrelevant. Falls es einen Weg gibt, meinem Piloten zu helfen, ist das Risiko akzeptabel. Arid, you're such a robot. Do you even know your pilot? Or is this all just protocol? Oh, interessant. Das ist eine interessante Aussage. Denn ich habe von Skiraxalus einen Kommentar erhalten, der so ein bisschen in diese Richtung auch ging. Von wegen, ja, haben wir den Piloten überhaupt schon mal gesehen? Ja, gibt es überhaupt einen Beweis, dass der wirklich in uns steckt, quasi? Also, eigentlich müsste ich dir jetzt unterstellen, dass du gespickt hast, wenn das wirklich so sein sollte. Aber, ja gut, vielleicht ist es ja doch nicht so. Man weiß es nicht. Ach, Arid, du bist so ein Sturkopf wahrscheinlich statt Roboter. Kennst du deinen Piloten überhaupt oder ist das alles bloß Protokoll? Both. Ah, okay, dann hat sie das jetzt eigentlich widerlegt. Das heißt, sie kennt den Piloten? Und ja, klar, es ist ein Protokoll, eben, dass sie ihn beschützen muss. My protocol is to protect Colonel Josephs. Ah, mein Protokoll ist es, Colonel Josephs zu beschützen. Ah, jetzt haben wir mal einen Namen, das ist ja cool. But knowing him is irrelevant. Ach so. Ah, oh nee, dann hat sie das doch nicht widerlegt. Ihn aber zu kennen, ist irrelevant. Ich habe dadurch überlebt, geschickt zu agieren und mich an die Regeln zu halten. Wir können einen anderen Weg finden. Sie haben überlebt, während alle Menschen starben. Vielleicht sind Sie ja fehlerhaft. Oh, okay. Vielleicht sind Sie ja fehlerhaft. Tja. Es ist ja nicht gesagt worden, warum die Menschen hier alle gestorben sind. Jeez, Arid. Verdammt, Arid. You know, I don't have the same parameters as you. Du weißt, dass ich nicht dieselben Parameter habe wie du. I'm bound too. The rules are just different for me. Ich bin auch an Regeln gebunden. In meinem Fall sind sie bloß anders. Illogical. Your inactivity makes you responsible. Oh, unlogisch. Ihre Inaktivität macht sie verantwortlich. I will not allow anyone to endanger Josephs. Ich werde niemandem erlauben, Josephs in Gefahr zu bringen. Tja. So viel dazu. Cool. Gefällt mir mehr und mehr. I will protect the Colonel. Ich werde den Colonel beschützen. Okay. Ein Fahrstuhlknopf ohne Stromversorgung. Ach, ein Fahrstuhlrufknopf, sorry. Okay. Du Scheißding! Boah!
Ja, ich wollte nämlich gerade sagen, durch was warte ich hier? Wasser oder so? Soll das die Kanalisation darstellen? Aha, denkst du. So. Ja, erstmal nach rechts gehen. Eine alte Turbine. Nee, damit kann ich leider nicht. Keine Verbindung eingehen. Die Flüssigkeit funktioniert hier auch nicht. Hä? Boah, ziemliche Reichweite, die Dinger. Okay, ich schätze mal, dass ich diese. Ein Zentralrechner, Computerterminal. Die obere Klappe wurde grob aufgestemmt. Hä? Computer mit Bildschirm an der Vorderseite. Kann ich dich verwenden? Ich kann nicht. Warum nicht? Das Mainboard wurde. Das Mainboard würde hierauf reagieren, aber es ist verschwunden. Ich werde versuchen, es zu finden. Ach, okay. Dann haben wir jetzt schon mal einen Grund für diese Supraflüssigkeit, für diesen Leiter. Aber wir brauchen das Mainboard. Das wurde wohl geklaut. Aha. Eine Notfalldusche. Baumelnder Griff, der mit der Dusche verbunden ist. Relativ sauberes Wasser. Gut, dass uns das nichts tut. Dort ist ein offener Einwurf, auf dem Reinigungsmittel steht. What? Zwei Reagenzgläser, in denen sich leuchtende Flüssigkeit befindet. Kann ich sicher nehmen, ne? Huch. Falsch. Sie sind leicht brennbar. Okay. Ein Computerterminal. Aue! Das ist schon das dritte Mal in diesem Monat, dass ich unsere Hauptreaktionsmittel direkt nebeneinander verstaut gefunden habe. Ich verstehe einfach nicht, wieso das nicht hängen bleibt. Diese Chemikalien nicht zusammenlagern. Jede Chemikalie für sich genommen ist absolut inert. Inert. Mischt man die beiden Mittel jedoch, so sehen sie unglaublich reaktionsfreudig. Oh oh. Alleine schon das Licht dieser Reaktion reicht aus, um jemanden erblinden zu lassen. Puh. Okay. Sollte das noch einmal passieren, werde ich es Wilson melden. Halte die violette und die gelbe Flüssigkeit auseinander. Okay. Oh, Scheißding. Eine alte Getränkemaschine. Hier ist ein Platz für eine Tasse. Ein Aquarium. Goddammit. Ein Aquarium. Die Glasfront wurde eingeschlagen. Die Mucke gerade, ne? Aquarium, ja, dasselbe nochmal. Okay. Ja, dann würde ich sagen. Geh hier mal zurück. Sind die Dinger jetzt eigentlich wieder da? Nee, ne? Diese Schnecken meine ich. Gehe ich nochmal nach rechts, nach links kurz. Dann werde ich mal Schluss machen hier. Auch für die ganze Session, wohlgemerkt. Ja, hier hat das einige von den Dingern. Da liegt was. Ein PDA! Wieso sind die Monitore jetzt hier angesprungen? Nehmen wir mal das PDA. Ein PDA, auf ihm ist eine Sammlung von Log-Einträgen. Oh. Nee. Nee. Wisst ihr was, das mache ich das nächste Mal. Nur nochmal kurz umgucken hier. Also die Einträge lese ich das nächste Mal dann vor. Kann ich hier runter? Ach nee, ach so, okay, das ist eine Wand. Ja, okay, gut. Ja, dann, meine Lieben, gehe ich zurück zum Fahrstuhl, kurz. Keine Sorge, ich werde dann wieder herlaufen, hier zum PDA gleich beim nächsten Mal, aber ich muss hierher, weil ich abspeichern muss. Ja, dann soll es das gewesen sein für heute, meine Lieben. Ich fand es sehr interessant. Ja, also auch so diese Konversation von wegen, wer ist jetzt hier fehlerhaft und beziehungsweise die Frage, ob wir unseren Menschen denn überhaupt kennen, unseren Piloten, ja. Oder ob das Ganze nicht doch nur einfach nur ein Protokoll ist, das wahrscheinlich von irgendjemandem dann ja auch eingespeichert werden musste. Ja, bin sehr gespannt, wie sich das hier am Ende dann auch rausstellen wird. Ich habe keine Ahnung, wie lange das Spiel auch geht, also ne, so in Sachen Spielzeit. Kein Plan. Aber ich bin sehr gespannt, wie es hier weitergeht. Wir müssen ja offenbar den Hauptrechner flott kriegen, das Mainboard finden, damit wir unser Protokoll quasi so ein bisschen anpassen können, damit wir auch lügen können, also die Realität anders repräsentieren und anders darstellen.
ja, ich freue mich drauf. Ich hoffe, ihr auch, meine Lieben. Wäre schön, wenn ihr wieder dabei wärt beim nächsten Mal. Und bis dahin wünsche ich euch natürlich wie immer einen schönen Tag. Habt eine schöne Zeit. Macht's gut und ciao, ciao.